Hi, hier ist Klaus Kauka mit einem neuen Video. Heute möchte ich euch den Rhythmus Cascara vorstellen. Ein afro-kubanischer Rhythmus diesmal. Und Moment, der klingt im Tempo 80 wie folgt. So, eins, warte mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Gehen wir doch aufs Tempo 160. 1, 2, 3, 4. Dam, da, 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 da. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Schon ein bisschen komplexer als der Partido Alto oder die Clave, ja. Aber im Prinzip machen wir da immer das Gleiche. Und zwar kann jeder von euch das hier. Dam, da, da. Tam tada, tam tada, tam tada. Ta. Das ist der Rhythmus. Ja, normalerweise, ich zeige euch mal das Notenbild, wenn es eintaktig notiert ist, in konventioneller Schreibweise, dann macht man die Balken so, dass immer Viertelnoten zusammengefasst sind. Ja, also immer wenn so ein neues Balkenpäckchen anfängt, fängt auch eine neue Viertel an. Mach ich nochmal vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, man kann das eigentlich ziemlich gut lesen und auch relativ schnell so nachspielen. Aber wenn man dem Feeling der Cascara näher kommen will, bietet sich eine ganz andere Schreibweise an. Nämlich die. Und da merkt ihr, ihr klatscht dreimal genau den gleichen Kram. Dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da. Und noch einer am Ende, der bleibt übrig. Dam, da, da, dam, da, da, dam, da, 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 dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da. Also klatscht das mal und stellt euch einmal das eine Notenbild dazu vor und das andere. Bei dem, was dem Feeling ein bisschen näher kommt, da wird eben dieses Pulsartige, was wir, dieses Viertelpulsartige, was wir Deutschen immer ganz gerne noch im Blut haben, aufgehoben. Ja? Weil dieses Motiv dam, da, dam, dam, da, da eben völlig zeitversetzt immer hintereinander kommt und auch dadurch die Betonungen immer auf anderen Noten liegen. Ja, das ist eben das, was das Ganze so ein bisschen tricky macht. Also versucht doch einfach mal, diesen Rhythmus auch in euer Repertoire aufzunehmen. Und viele von euch fragen, ja, wann lerne ich denn eigentlich mal, meine beiden Hände zu koordinieren? Ich habe das am Anfang dieses Workshops mal gesagt, dass wir das hier behandeln. Und das ist richtig. Wir haben jetzt schon einige Rhythmen kennengelernt. Jetzt ist es mal eure Aufgabe, die zu kombinieren. Rechte Hand, Cascara, linke Hand, Sonklave 3-2. Und los geht's, ja? Das machen wir nicht in diesem Video, sondern in dem nächsten Video. Lernt erstmal die ganzen Rhythmen schön spielen und dann gucken wir mal, wie wir die auf unseren Oberschenkeln zusammenkriegen. Das ist die perfekte Unabhängigkeitsübung. Glaubt mir mal. So, wir sehen uns dann im nächsten Video. Falls ihr mich nicht abonniert habt, macht das bitte, denn dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es von mir auch wieder ein neues Video gibt. Also, wir sehen uns. Tschüss.